Fame Lab, Talking Science. Moin Moin, ich bin Internetforscher und deswegen möchte ich Ihnen zunächst kurz erklären, wie das Internet überhaupt funktioniert. Also, stellen Sie sich vor, Sie möchten sich ein Bild auf meiner Webseite ansehen. Dann tippen Sie in Ihrem Browser eine Adresse, von welcher Sie etwas haben wollen. Außerdem tippen Sie in Ihrem Browser, was Sie haben wollen. Den zweiten Teil nennen wir Ressource. Diese Ressource kann dabei was völlig Beliebiges sein. Ein Text, ein Video oder unser Bild. Diese Anfrage wird dann in ein Paket gepackt. Und der Rest funktioniert genauso wie bei der Post. Heißt, unser Paket bekommt eine Absenderadresse und eine Empfängeradresse. Diese Adressen sind dabei eine Kombination aus 4 Zahlen, was wir in der Informatik IP-Adresse nennen. Um jetzt herauszufinden, an welche IP-Adresse unser Paket überhaupt gesendet werden muss, fragt unser Browser bei der Internetauskunft, welcher zu unserer entsprechenden Adresse die entsprechende IP kennt. Tja, irgendwann kommt dieses Paket beim Empfänger an. Dieser öffnet das Paket, liest die darin liegende Anfrage, wühlt auf dem Server rum, findet das Bild, packt es auf den Kopierer, packt es danach wieder in ein Paket und sendet es zurück. Kurz darauf taucht das Bild in Ihrem Browser auf. Gut, ich forsche am Future Internet. Um genau zu sein, am Internet der Dinge. Beim Internet der Dinge sind die Hauptteilnehmer nicht mehr wir Menschen, sondern Dinge. In diesem Fall haben die Dinge auch Ressourcen. Bei einem Kalender sind es zum Beispiel Termine. Bei einer Wetterstation sind es Temperatur und ja, der Niederschlag. Und ja, zum Beispiel haben wir noch einen Kühlschrank, der uns einfach sagt, wie voll er ist. Zusätzlich bekommen all unsere Dinge noch eine eigene IP-Adresse, die ich gerade vorgestellt habe, mit welcher die Dinge untereinander, miteinander kommunizieren können. Gut, und das Ganze machen wir darum, damit die Dinge ein Szenario wie das folgende umsetzen können. Also, ich komme heute hier in Bielefeld an, in mein Hotelzimmer. Dort steht ein Kühlschrank. Dieser erkennt, dass ich da bin. Außerdem weiß der Kühlschrank, dass er leer ist. Eine Wetterstation teilt dem Kühlschrank mit, dass es morgen 17 Grad und sonnig wird. Mein Kalender teilt dem Kühlschrank mit, dass ich morgen frei habe. Also beschließt jetzt der Kühlschrank, dass morgen gegrillt wird. Gut, zusätzlich fängt unser Kühlschrank an, sich bei Facebook einzuloggen und lädt all unsere Freunde zu diesem Riesengrillfest ein. Tja, und ganz zum Schluss bestellt er auch noch das Grillgut. Ach, hier ist er schon.